Nach 2 Jahren Pandemie endlich mal wieder Karneval. Und bei uns ist ein Urgestein der Wormser Fastnacht, der Benjamin Müller. Oje, Urgestein, oje. Benjamin, wie sehr freust du dich denn jetzt? Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich kann es gar nicht beschreiben. Ja. Es geht endlich wieder los. Und ja, gerade wenn man sagt, 2 Jahre Pandemie, heißt es ja eigentlich, wir haben vor 3 Jahren das letzte Mal Fastnachtssitzung gemacht. Und wir freuen uns brutal vom Wormser Karneval Club, dass es endlich wieder losgeht. Jetzt ist es ja so, nach 3 Jahren mal wieder einzusteigen. Wie schwer ist denn ein Einstieg? Ach ja, so ein Einstieg ist nicht wirklich schwer. Also wir waren ja immer irgendwo online am Werk. Was wir nicht gemacht haben, war irgendwie so Online-Sitzungen. Aber wir hatten ja mit euch zusammen auch Spaß daheim, ne? Dieses digitale Format im ersten Jahr, was ja auch toll war. Aber wir haben halt den Kontakt immer zu allen Vereinsmitgliedern. Und das ist eigentlich das Schöne auch beim Wormser Karneval Club. Wir sind nicht nur ein Fastnachtsverein, sondern wir sind eigentlich viele Freunde, die sich das Jahr über auch treffen und sehen. Das heißt also, egal ob man zusammen dann aufs Backfischfest geht oder da aktiv ist, oder bei anderen Veranstaltungen mit dabei ist. Ich sag mal, der Zusammenhalt ist immer da. Aber jetzt wieder einzusteigen, ist schon eine Herausforderung. Wobei, ich meine, wenn man da hinten unsere Mädels vom Ballett sieht, ich persönlich sage immer, das wäre für mich die größte Herausforderung. Das könnte ich gar nicht. Ja? Mir die Schritte behalten und sowas. Ne? Ja. Wir sind auch fleißig am Trainieren. Vielleicht können wir nachher die Anna, die Leiterin, mal kurz interviewen. Ja. Was ist denn von seitens WCC alles geplant? Was macht ihr alles während der Kampagne? Also wir haben 2 Sitzungen im Wormser und haben normalerweise natürlich auch wieder unsere Kinderparty-Fastnacht. Das heißt nicht mehr Kinderkreppelcafé, sondern wir machen Kinderparty-Fastnacht mit den Kleinen. Und dieses Jahr das erste Mal haben wir gesagt, wir machen mal eine närrische Afterwork-Party. Die ist aber auch unter der Woche. Das heißt also, die Sitzungen sind am 4.2. und am 11.2. und am 9.2. haben wir die Party im Wormser. Also auch nochmal was ganz Besonderes für alle, die sagen, Mensch, ich will mal närrisch nach der Arbeit sein. Habt ihr denn so wie jedes Jahr so ein Generalthema? Also wir haben in den letzten Jahren immer Partyfastnacht als Thema gehabt und jetzt haben wir einfach gesagt, das Wormser feiert Fastnacht, weil wir sagen, okay, wir sind schon seit sehr, sehr vielen Jahren im Wormser. Frag mich bitte nicht wie lang, aber wir sind schon sehr, sehr lang da, schon über 10 Jahre. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind in unserer Heimat und deswegen sagen wir, das Wormser, also nicht die Wormser, sondern das Wormser feiert Fastnacht. Wie sieht es aus mit der Straßenfastnacht? Spaß auf der Gas wird kommen? Spaß auf der Gas kommt auf jeden Fall auch wieder. Auch da freuen wir uns natürlich drauf. Wobei, das ist immer so, ich sag mal, ein lachendes und ein weinendes Auge. Im Moment ist man wahnsinnig viel am Vorbereiten. Man kann sich noch gar nicht vorstellen, dass die Fastnacht beginnt. Und Spaß auf der Gas ist ja dann fast das Ende für die Wormser Fastnacht. Jetzt mal eine ganz persönliche, ehrliche Frage. Ja. Wie sieht es mit deinem Vortrag aus? Also die Frage hat mir vor ein paar Jahren die Magit schon gestellt, als ich bei euch im Studio war. Da hat sie nämlich beobachtet, dass ich im Skiurlaub war. Das war jetzt nicht ganz der Fall. Ich war nicht im Skiurlaub, aber er ist auch noch nicht fertig. Also gedanklich, sage ich mal, ist wahnsinnig viel im Kopf, aber runtergeschrieben habe ich noch gar nichts. Auf was freust du dich denn ganz besonders? Also ich freue mich ehrlich gesagt, im Elferrad wieder zu sein. Also mit meinem Elferrad einzumarschieren und dann da in der Mitte zu sitzen und das tolle Programm zu erleben. Klar, wir sehen es nur von hinten im Elferrad, aber dafür sehen wir es 2-mal. Und da freue ich mich einfach auf dieses Zusammensein und auch so ein Stück weit auf unsere Aftershow-Party nach der Sitzung. Weil da kann man dann mal richtig feiern, was man den Tag über so geleistet hat. Und nicht nur den Tag, sondern die letzten Monate natürlich auch im Vorfeld. Dann wünsche ich dir schon mal viel Erfolg. Dankeschön. Ein dreifach donnerndes Hello. 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 Die Anna Goetheke ist die Leiterin der Tanzgruppe. Und wie viele Mädels hüten Sie? Mit mir sind es 12. Der Benni war richtig begeistert nach 2 Jahren wieder Pandemie, wieder Karneval. Wie sieht es bei euch aus? Ja, wir haben uns lange vorbereitet und freuen uns drauf, endlich das zeigen zu dürfen, was wir schon so lange machen. Wie lange trainiert ihr denn schon? Also wir haben in der Corona-Zeit weiter trainiert, online. Und trainieren den jetzt seit 2020 immer mal wieder, wenn wir dürfen. Und jetzt dürfen wir endlich. Da sind wir gerade bei der Frage, wo trainiert ihr hier? Wir trainieren Gott sei Dank im Poseidon. Die haben uns ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und sind wir sehr dankbar.
So, und wie viele Auftritte habt ihr? Na, wir tanzen bei beiden Sitzungen natürlich. Tanzen dann an der Straßenfastnacht. Ja. Sind das alles Erwachsene oder Jugendliche? Ja. Habt ihr auch Kinder? Kinder haben wir auch, die trainiere ich auch. Aber das sind alles Erwachsene, ab 18. Und die treten auch bei euch auf? Ja, klar. Ja. Gut. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg. Danke. Denn Benjamin brauche ich noch, denn es gibt noch was ganz Wichtiges zu klären. Ich komme, Benjamin, ihr habt mehrere Veranstaltungen. Gibt es noch Karten? Ja, es gibt noch Karten. Also es gibt noch Karten für alle Veranstaltungen. Wie gesagt, beide Sitzungen am 4. und 11.2. im Wormser. Die Karten gibt es entweder online, ja, www.wormser-karneval-club.de. Also wormser-karneval-club.de/Karten, da gibt es dann die Karten. Oder wer sagt, ich möchte es nicht online machen, dann geht es auch bei Augenoptik Bessler. Und wie gesagt, für beide Sitzungen, für die närrische Afterwork-Party und auch für die Kinderparty-Fastnacht. Aber man muss sich ranhalten, weil im Moment merke ich, also bei mir gehen die Kartenbestellungen ein, es kommt tagtäglich was dazu, also jetzt sollte man Gas geben. Dann wünsche ich euch viel Erfolg Dankeschön. Für die Veranstaltung. Dankeschön. Hello.